Momentchen, Freunde, was geht ab? Guten Morgen aus Neapel. Heute ist der erste Tag. Heute ist Palmsonntag. So, meine Teamfreunde, ich bin's, euer Chef von CDB und ich muss mich jetzt leider schon aus dem Schnitt melden, denn mir ist aufgefallen, dass ich überhaupt nicht so viel an diesem Tag aufgenommen habe. Deswegen werde ich das Ganze jetzt so hier aus ein bisschen moderieren, euch ein paar Sachen nochmal einblenden, weil ich kann ganz, ganz schlecht das jetzt irgendwie zusammenschneiden und deswegen habe ich mir gedacht, ist es sinnvoll, wenn ich euch das so ein bisschen aus dem Studio beschreibe. Und dann hängen wir jetzt noch den dritten Tag hinten dran, weil da habe ich sehr, sehr viel gefilmt. Da waren wir auch im Herkulaneum. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit diesem Video. Sagen. Geht's jetzt mal weiter. Ich sehe da ein sehr natürlich nicht allein, ich bin hier mit den Drehs. Eigentlich kommt man sich ja mal an den typischen Stadionwurst, aber ich finde, ein Stadion-Döner geht auch. So, meine Freunde, dann sind wir tatsächlich zu der Kathedrale der Heiligen Maria Assunta gegangen. Das hat so eine halbe Stunde gedauert, weil wir sind durch ganz, ganz viele kleine Gassen in Neapel gegangen und da ist mir auch aufgefallen, es ist überall Maradona. Maradona, Maradona ist, es ist überall hier blau-weiß Neapel und man kommt eigentlich gar nicht dran vorbei. Und dann haben wir schon die Prozession so gehört, weil die sind von einer Kirche zu einer anderen Kirche gegangen. Und dann sind wir halt zu der großen Kathedrale gegangen. Und dann haben wir 1,5 Stunden der Prozession, glaube ich, gelauscht in der Kirche. Es war eine beeindruckende Kathedrale. Also das war echt sehr, 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 sehr groß. Und ich fand das auch einfach so toll, dass alle Leute auch solche richtigen Palmzweige auch dabei hatten. Und die nehmen das irgendwie alles ein bisschen ernster als wir hier in Deutschland. Aber das finde ich auch sehr, sehr cool. Und ich hatte tatsächlich auch am Palmsonntag diesen Zipper an mit der Palme. Habe ich davor echt nicht gewusst, das war echt Zufall. Und dann sind wir nach der Prozession noch so ein bisschen durch die Stadt gegangen und sind haben einfach so ein bisschen Neapel erkundet und sind dann auch zu einer Shoppingstraße, zu einer ganz, ganz bekannten Shoppingstraße gegangen, nämlich der zu der Via Toledo. Und die zieht sich echt fast durch ganz Neapel. Und ja, da sind halt überall Shoppingstores, also da kann man gut sein Geld ausgeben. Und ich habe mich da so ein bisschen nach Sneakern umgeschaut, habe aber nichts für mich gefunden so richtig. Und dann sind wir auch schon weitergegangen. Und was mir auch so aufgefallen ist, es gab auch nicht nur diese große Prozession zur Kirche, sondern auch so kleine. So, ich denke, die waren schon so im Bezirk, also so ein kleiner Bezirk von Neapel. Und da haben die ihre kleine Prozession gemacht. Und dann schön zum Zuhören und dann sind wir halt noch so ein bisschen durch Neapel gegangen, ein bisschen am Strand lang und dann war auch schon der Abend angebrochen und wir haben uns gedacht, am ersten Tag in Neapel müssen wir Pizza essen gehen und wie es der Zufall wollte, sind wir aus unserer Haustür rausgegangen, einmal nach rechts abgebogen und dann nochmal nach rechts abgebogen und dann war da auch schon ein Lokal und das war ein ganz, ganz besonderes Lokal, denn es war eine Michelin-Sterne-Pizzeria. Das heißt Pizza 3.0 Cascella. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Pizzeria, das habe ich da vor Ort noch nie gesehen. Aber wir sind da erstmal rein. Und ja, das war echt ein sehr, sehr schöner Laden, muss ich sagen. Und die Pizza hat sehr, sehr gut geschmeckt. Es war aber so ein spezieller Teig, sage ich mal. Also der hatte so eine hohe Hydration
von Wasser, dass man den aufgeschnitten hat, die Pizza, und die ist erstmal so zusammengeschrumpft. War aber sehr, 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 sehr lecker. Und wir haben auch direkt neben der Küche gesessen, sage ich mal. Und man konnte da so reingucken. Habe ich hier mal kurz eingeblendet, hier die Zutaten, sah echt richtig cool aus. Und da konnte man halt auch gut zugucken und gucken, wie das gemacht wurde. Und dann waren wir auch schon ganz, ganz heiß auf die Pizza. Und dann hatte ich hier eine sehr, sehr schöne Pizza. Und dann gab es dazu noch einen sehr, sehr schönen Salat. Und die haben echt sehr, sehr gut geschmeckt. Ich kann euch leider nicht sagen, wie die zwei Salate gehießen haben auf der Karte. Keine Ahnung. Aber hat auf jeden Fall sehr, sehr gut geschmeckt. War auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Erlebnis. Und dann war der Tag auch schon zu Ende. Und dann sehen wir uns jetzt beim dritten Tag wieder. Zweiter Tag. Guten Morgen, meine aktiven Freunde. Der zweite Tag ist jetzt angebrochen. Wir haben jetzt Montag. Und wir werden heute was richtig Cooles machen. Denn heute werden wir zum Vesuv fahren. Also wir werden da nicht drauf gehen, sondern wir werden uns daneben so eine Stadt angucken, die halt von der Lava damals überschüttet wurde. Und man kann sich das jetzt halt angucken, wie die Ausgrabungen da so fortgeschritten sind. Aber auf jeden Fall fahren wir da heute hin. Davor gehen wir nochmal in den Neapel-Shop. Da will ich mir vielleicht noch ein Trikot oder einen Schal kaufen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal hier bin, muss ich da auch vom Fußballverein was mitnehmen. Und genau. Und auf dem Weg dahin frühstücken wir dann vielleicht noch eine Kleinigkeit. Werde ich euch aber immer mitnehmen, sage ich es mal so. Und ich habe super gut hier geschlafen. Eine Boomtour kommt dann auch nochmal. Und dann, ja, kann jetzt auch nichts weiteres sagen. Und dann sehen wir uns gleich, wenn es losgeht. Und hier ist einfach so ein alter Fußballschloss. Und jetzt fahren wir das erste Mal hier Metro. Sieht alles sehr, sehr modern aus. Dann, meine lieben Freunde, sind wir in einen Zug eingestiegen, der mich sehr, sehr an Subway Surfers erinnert hat. Und dann sind wir tatsächlich 40, 50 Minuten mit dem Zug gefahren nach Herculaneum und sind dann noch ein bisschen durch die Stadt nach Herculaneum gelaufen. Da läuft man so ca. 10 Minuten und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich mal wieder. Oh, hier sind die Werkstätten. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an GTA. Muss ich echt sagen, wie es ist. Aber sieht echt chillig aus. Jo, meine aktiven Freunde, hier sehen wir eine große Grube. Da gehen wir gleich nochmal runter. Also hier war mal das Meer, müsst ihr euch vorstellen. Hier, das waren so direkte Häuser am Meer, wurde mir gerade erzählt. Und jetzt stellt euch mal vor, das ist ja jetzt Kilometer weit weg, das ist crazy. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der jetzt was ist denn los? ausgegraben worden. Ich finde das echt interessant. Wir werden ja uns da mal auch, wenn wir jetzt auch ein bisschen durch die Häuser schlängeln und alles mal erkunden. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und dann würde ich sagen, let's go. Ich finde es einfach sehr, sehr spannend, hier einfach sich auch so vorzustellen, wie das mal gewesen sein muss. Und man kann ja immer so ein bisschen erahnen vielleicht, was da mal war. Finde ich sehr, sehr cool hier. Wir werden uns gleich auch nochmal eine Therme angucken, die soll noch in sehr, sehr gutem Zustand sein. Und dann nehme ich euch auf jeden Fall mit und finde ich sehr, sehr spannend alles. Und sieht alles sehr, sehr cool aus. Let's go! Auch noch so ein Raum mit solchen kleinen Fenstern. Ich denke mal, die hatten einfach so kleine Fenster, weil sie noch kein Glas hatten. Und einfach den Wind zu trennen. Und man hat auch hier immer auf dem Boden noch so Mosaike und so. Crazy. So was auch nach so einer langen Zeit immer noch, also noch vorhanden ist. Und das sieht man auch hier. So feines Mosaik. Crazy. Also lohnt sich auf jeden Fall hier mal vorbeizukommen. Das ist crazy, Alter.
glaube, das war eine Therme. Sieht unglaublich gut erhalten aus. Böse. So, die Freunde, hier sind wir, glaube ich, vor dem alten Klo. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr entspannt aus. Ich finde es einfach auch spannend, immer so, einfach wie gesagt, zu gucken, was hier mal war. Finde ich echt stark, dass das hier alles erhalten ist. Könnt ihr euch auch mal gerne angucken. Und jetzt geht's weiter. Ich denke, bei den Ägyptern. Bei den Ägyptern hatten die auch schon welche. Also vielleicht in einer anderen Art, aber. Wir sind jetzt hier nochmal am Bahnhof, denn wir sind jetzt, denn wir fahren jetzt wieder nach Hause. Dauert noch 20 Minuten, glaube ich, dann. Und dann machen wir uns noch was Leckeres zu essen. Es gibt heute Nudeln mit Tomatensauce und einen schönen Salat und Zucchini und sowas. Und ja, also fahren wir jetzt gleich los. Und dann let's go. Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Wir waren noch mal kurz was einkaufen und kochen dann auf jeden Fall auf entspannt erstmal Nudeln. Es war echt ein langer Tag heute. Wir waren heute im Herkulaneum und sind da mindestens 5-6 Stunden rumgelaufen, weil es gab so, so viel zu sehen und wir haben noch nicht alles gesehen. Also da gab es da noch so eine Art Theater. Das haben wir aber gar nicht mehr geschafft. Es ist einfach so, so unglaublich viel. Viele Eindrücke auf einmal, die man dann erstmal auch verarbeiten muss und sich dann auch vielleicht bei manchen Orten manchmal denkt, was könnte denn da gewesen sein oder was könnte das sein? Fand ich eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ich kann jetzt hier auch nochmal ein paar Bilder einblenden, wenn ich es davor noch nicht gemacht habe. Und an dieser Stelle, wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und über einen Kommentar würde ich mich auch mal freuen. Und schreibt doch mal rein. Wart ihr auch schon mal im Herkulaneum und habt euch das angeguckt? Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns dann mal gleich beim Abendessen wieder. Wenn jetzt manchmal hier nochmal ein bisschen entspannten und in einer halben Stunde circa gibt es dann was zu essen. Und genau, wir sehen uns. So, meine aktiven Freunde, ich habe leider vergessen, das Abendessen zu filmen. Man kennt es. Aber ich würde sagen, es war jetzt echt ein sehr, sehr intensiver Vlog. Und wenn euch dieser Vlog gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wie gesagt, schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, ob ich schon mal in Neapel war oder auch schon sogar im Herkulaneum oder in Pompeji war. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch erstmal am Mittwoch einen schönen 1. Mai. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Euer Chefkoch CDB. Haut rein, Wiederschauen und reingehauen.